Hallo, schönen guten Mittag wünsche ich euch. Ja, ich sitze hier mit meinem Hund am See. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Den See sieht man. Ja, langsam zieht der Winter hier ein. Und vielleicht ist das letzte Video von draußen auf jeden Fall für eine Weile. Und zwar wollte ich kurz ein paar Sachen sagen zur klaren Vision deiner Zukunft. Dr. Jodie Spencer sagt auch immer wieder, eben die klare Vision deiner Zukunft zieht dich an. Und damit sie dich anziehen kann, musst du sie natürlich auch erstmal haben. Und ich höre immer wieder, wie schwierig das doch ist, diese klare Vision der Zukunft zu haben oder zu entwickeln und sehen zu können. Und das hat seine Gründe. Und zwar ist ein Hauptgrund, was uns nicht erlaubt, diese klare Vision unserer Zukunft zu haben und zu halten und uns von ihr anziehen zu lassen, ein riesengroßer Haufen an Überzeugungen und das uns in diesem Gefängnis hält, in dem wir aus der Vergangenheit sehen, aus der Vergangenheit, die wir kennen, aus unseren Überzeugungen, aus unserer Weltsicht, aus unseren Lebensgrundsätzen und so weiter und so fort. Und wenn wir uns die Sicht nicht freischaufeln, eine andere Vision von unserer Zukunft zu haben, als die, die wir im Moment sehen können, dann bleiben wir halt leider nur mal auf der Stelle stehen. Und diese klare Vision der Zukunft, die soll ja etwas ganz, ganz anderes sein als das Bekannte, was wir bis anhin gelebt haben oder auch als das, was wir sehen, was andere leben und was lebbar ist. Und zwar soll es unsere einzigartige Vision sein, die in uns schon lange wohnt, die aber abgeschirmt ist, überdeckt ist von diesen ganzen alten Paradigmen, sodass wir uns die nicht mal erlauben können, diese Ziele überhaupt für uns in Frage kommen zu lassen. Und deswegen ist der erste Schritt, wenn du deine klare Vision für deine Zukunft entwickeln möchtest, dass du dir die Sicht frei machst, dass du erkennst, was für Überzeugungen und Denkweisen über dich, über andere, über die Welt noch im Weg stehen, in diese wahre Fülle zu gehen, an diese wahre Fülle zu glauben, an diese unendlichen Möglichkeiten für dich zu glauben. Und wenn du mal da richtig reingegangen bist mit den richtigen Fragen, und ich stelle sie ab und zu mal hier in der Gruppe und sag, ja, suchst du denn noch? Und das ist ganz klar, weil wenn du meinst, du musst etwas suchen, was außerhalb von dir ist, oder wenn du tatsächlich überzeugt bist, du musst noch irgendwas haben, erreichen, erlangen oder gewinnen, bis du dir erlauben darfst, diese Person und Persönlichkeit und Identität anzunehmen, die mit der Vision deiner Zukunft einhergeht, dann bist du auf der Suche. Und diese Suche wird nie aufhören, sondern es wird dir immer wieder aufzeigen, dass noch mehr zu suchen ist. Und das ist ein Mangelzustand. Suchen ist ein Mangelzustand. Und der Unterschied zwischen Suchen und Weiterentwickeln ist ein schwingungsmäßig gravierender Unterschied. Weil wenn du dich als suchende Person siehst, dann bist du immer im Mangel. Es ist etwas nicht da, was du noch zu finden hast. Und zwar irgendwo auf jeden Fall außerhalb von dir, was noch nicht da ist, was weder außerhalb von dir zu sehen ist, noch innerhalb von dir vorhanden ist. Und dieser Zustand geht es gravierend zu verändern. Diese Überzeugung zu leben, dass eigentlich alles da ist, dass alles zur Verfügung steht und dass alles schon in uns ist. In unserem wahren Wesen, in unserer Essenz, in dem, was wir wirklich sind, ist alles schon vorhanden. Und wir müssen uns den Zugriff nur erlauben. Und diese Erlaubnis können wir uns erteilen, wenn wir erkennen, welche Denkmuster und Überzeugungen im Weg sind und uns trennen. Ja, und wenn du also nicht mehr suchst, sondern
dich weiterentwickelst, statt dich zu statt zu suchen, dann hat es diese Schwingung, dass du permanent weißt, du bist gut und richtig, aber da ist noch mehr von dir. Da ist noch mehr in dieser Unendlichkeit. Da ist noch mehr zu haben, zu erleben, zu spüren, zu erkennen, zu erforschen. Da ist noch mehr, was da ist. Aber ich muss es nicht suchen, sondern es ist da und ich darf mich öffnen. Öffnen, es zu empfangen. Und wenn ich diese Haltung habe, also anstatt zu sagen, irgendwas ist noch nicht gut, ich muss was anders machen, ich muss anders sein, etc., dann habe ich es wahnsinnig schwer, mich mit einer klaren Vision meiner Zukunft zu verbinden, respektive überhaupt eine zuzulassen. Aber wenn ich okay damit bin, dass es eine schrittweise Weiterentwicklung ist, dass ich jetzt total okay bin, dass mein Zustand, mein Denken, Fühlen und Handeln jetzt wunderbar ist, ich nichts anderes suchen muss, sondern ich darf mehr erlauben. Und dann ist es eine Energie, die mich in die Fülle trägt und die mir weitere Entwicklung und eine weitere Vergrößerung meiner Visionen zulässt, im Gegensatz zu dem, ja, ich muss suchen und ja, wie und ich muss und hier ist noch nicht und da noch und da braucht es noch mehr und ich muss noch mehr von dem. Und wenn ich diese Haltung in mir verändere und diese Einstellung und sage, ja, wie kann ich mich öffnen, wie kann ich mehr reinlassen, wie kann ich mehr erlauben, dann ist es so eine anziehende Schwingung im Gegensatz zu dieser suchenden Mangelschwingung, die einfach mich immer wieder abtrennt. Die bringt immer Gründe wieder hervor, warum ich nicht kann, warum ich nicht darf, warum ich das noch nicht bin und warum ich noch nicht gut genug bin, warum ich so weit noch nicht bin, warum ich alle möglichen Gründe, warum nicht, oder? Aber wie wäre es, warum schon? Wo sind denn, das sind genauso viele Gründe, warum ja, warum jetzt schon, warum nicht mehr warten, warum ich bereit bin, für was ich alles schon bereit bin, was ich schon alles bis jetzt in meiner Entwicklung, auf welchem Stand ich jetzt schon bin, der mir erlaubt, einen Schritt weiter zu gehen und die Schritte zu genießen, die Reise der Entwicklung zu genießen. Weil es geht ja nicht darum, dass es so toll ist, wenn ich endlich angekommen bin für einen kleinen Moment. Erstens mal geht dann die Reise weiter und zweitens mal ist ja das Unterwegssein das, was so viel Spaß machen darf. Und am Ziel, dieser Zielgenuss, oder? Auch wenn du Sportler bist, der Moment, wo du die Medaille hast, der ist so kurz im Vergleich dazu zur Reise. Also, diese Reise ist wichtig und diese klare Vision unserer Zukunft, die bringt uns auf eine Reise. Und es ist so wie in diesem Spiel, oder? Diese klare Vision der Zukunft kommt immer näher und näher und wir leben sie immer mehr und mehr. Und plötzlich, wupp, ist sie wieder ganz weit weg, weil es weitergeht, weil die Zukunft, weil die Vision sich verändert, weil sie sich wieder ausdehnt an dem, wo wir jetzt wieder sind. Und das ist so, wie als wenn du die Sterne einpacken möchtest. Je näher zu den Sternen du reist, desto weiter weg werden die Sterne sein, weil es geht ins Unendliche. Wir sind hier in einem unendlichen Universum mit unendlichen Möglichkeiten, mit unendlichen Visionen und das gilt es auszukosten und zu genießen. Und ja, ich hoffe, meine Worte haben euch ein bisschen inspiriert, da ein bisschen weiterzumachen und okay zu sein und sich schon zu freuen, was jetzt schon alles da ist und sich unbekannterweise drauf zu freuen, was alles noch kommt. Das zu lernen und uns auf das Unbekannte zu freuen, wissentlich, dass es einfach toll sein wird. Das wird so viel mehr Unbekanntes in unser Leben spülen und so viel mehr Freude und so viel mehr Freiheit und so viel mehr Fülle, wenn wir diesen Modus ändern, in dem wir leben, wenn wir nicht mehr in diesem Modus leben, was ist jetzt da, wo darf ich mich freuen, wo ist die Erlaubnis, mich zu freuen, sondern ich freue mich auf das, was da kommt, weil ich weiß, dass wenn ich mich freue, dass es kommt,
Und das sind alles so ganz, ganz andere Regeln, nach denen wir irgendwie halt nicht programmiert worden sind und wo es so mühsam ist, uns darauf zu programmieren und uns die Erlaubnis zu geben. Und das macht so viel Spaß, sich da zu verändern und weiterzuentwickeln. Und das ist die Reise. Und diese Reise in der Fülle, die macht uns aus. Und weil wir so grandios sind, dürfen wir auch grandiose Entlohnung auf allen Ebenen erwarten. Für unser Sein, für unser Schöpfertum, für unser Vorwärtsgehen. Ich nenne es so gern für unser Vorturnen. Da mache ich nochmal ein anderes Video dazu, was mein Ansatz der Vorturnerei bedeutet. Das habe ich im Geldmagnet Mastermind, haben wir das zusammen entwickelt. Und vielleicht seht ihr noch ein paar Posts über Vorturner. Aber ich rede da nochmal drüber. Und ja, ich bin jetzt wirklich dran, mein 3-Monats-Programm, mein nächstes zu entwickeln. Es startet ganz, ganz hundertprozentig am 1. Dezember. Es wird so voll geladen sein mit so viel Input, so viel Inspirationen, so viel Hilfestellungen, so viel Paradigmen-Shiftereien, dass es absolut grandios wird. Ich mache jetzt auch noch eine Ausbildung zum Instant Changer. Wer Lust hat, kann da mal schauen, was das ist. Instant Change. Finde ich auch einen ganz coolen Ansatz. Gehe ich jetzt nach Marbella, mache noch eine Ausbildung, um euch noch ein bisschen mehr weiterzuhelfen, eure Vergangenheit loszulassen und in ein neues Ich, in eine neue Zukunft in Fülle zu gehen. Und das werde ich alles in dieses 3-Monats-Programm reinpacken. Seid gespannt. Die Infos kommen und kommen langsam aus mir raus. Weil wie alles, was ich mache, was ich tue, was ich sage, ist es irgendwie nicht aus meinem geistigen, logischen Verstand, sondern es ist alles so eine Eingabe, so ein Channeling. Es ist einfach ein Gefühl, wo ich dann sage, ja, jetzt bin ich ready für den nächsten Schritt, für das nächste Programm. Und ja, jetzt kommt's und bleibt gespannt, ich werde euch drüber berichten. Ich wünsche euch einen tollen, tollen Tag. Bye, bye. Ciao, ciao.